Loco sowas spielt, aber im Early Pool ist man natürlich gegen sowas sicher. Ja. Na, wie hat Freegate Expo? Ja. Erste Sentry ist jetzt auch da. Die haben das jetzt wahrscheinlich, haben die mehr gesehen? Ne, haben auch nur das gesehen. Overlord steht da noch oben rechts. Sieht es auch noch nicht. Der Link wird das jetzt, an der Natural steht, wird es dann natürlich scouten, sobald die Echse gebaut wird. Also ich persönlich werde mir meinen Roach Push freuen von Trochi. Vielleicht mal ein bisschen offensiver spielen. Ja, habe ich eigentlich auch mit gerechnet. Ich bleib jetzt wieder hier defensiv. Hat, wie viele Linge hat er? Ich glaube nur ein. Zwei Linge hat er. Ja, zwei Linge gerade. Legt er wieder Drone unten rein. Also ich persönlich habe immer auch sehr viele Probleme gegen so einen Roach Push mit, wenn ja, der zweite Hatch up ist und man gerade dabei ist, die Echse aufzusetzen. In dem Timing-Fenster hat man sehr wenig, haben eigentlich nur Sentries und... Ja, ist auch das Einzige, wie man das wirklich noch halbwegs aufhalten kann, ist eben mit Sentries zwar Zeit schinden und dann versuchen irgendwie das Ganze zu countern, selbst irgendwie mit einer Robo und Immortals. Oh, jetzt will er hier pushen. Drei Sentries offensiv reingeworbt. Der Push könnte schon ziemlich wehtun, da der Roach wohl noch nicht fertig ist. Ja, aber 10 Länge gleich auch. 10 Länge. Sollten das eigentlich halten. Ist auf jeden Fall effektiv, der Push, da einfach jetzt Trochi nicht drone in der Zeit. Ja. Der Layer ist jetzt fast fertig, Roach wollen auch. Cool. 10 Linge hier. Gegen 4 Sentries. Oh, und jetzt werden jetzt 3 Reiter Units reingeworfen. Das könnte böse werden. Schön gemacht. Ah, das, der Push wird ziemlich böse. 20 Linge jetzt und kein einziger Worker. Also, der Push hat sich alleine jetzt schon ausgezahlt, weil einfach. Ja, und dann kann er sogar noch Drones killen. Jetzt panikt er hier so ein bisschen. Das war den einzigen Roach, der gerade rausgekommen ist, noch gekriegt. Ah, oh, und. Schönes fast Haus. Alle fast alle Linge kommen von der Main. Das könnte schon wieder das Ende von diesem Game sein. Oh, es sind zu wenig Linge. Ja. GG. Oh. GG. Also Loco alles gemacht, hat ihn erst dazu geforst, keine Arbeiter zu bauen. Und dann auch noch selber Arbeiter gekickt, die Force Fields gut gesetzt und dann kannst du einfach nichts dagegen machen. Er hätte auf jeden Fall Roach Warren für viel, viel früher gemacht. In dem Roach Push wäre das Ganze anders gegangen. Ja. Hätte er zumindest 4 oder 5 Roaches gehabt, hätte er ein bisschen Zeit schinden können und einfach in der Zeit mehr Roaches pumpen können. Aber so. Aber verdienter Sieg. Ja. Auf jeden Fall sehr gut gespielt von Loco. Hatte die Situation richtig eingeschätzt. Offensiv reingegangen. Wenn man natürlich nur eine Queen sieht, was sollte man auch sonst machen? Und 2-0 für Loco. Damit ist Trochi leider aus dem Turnier. Jo. Und wir sehen mit Loco einen neuen Finals-Teilnehmer. Mal kurz. LB-Finale ist übrigens dann noch nicht. Das ist noch Runde 5, das ist ja noch Runde 6 und dann kommt erst LB-Finale. Ah, du hast recht. Du hast recht. Also es kommt jetzt noch Steffen gegen Axisley in Runde 6 und dann halt eben Loco gegen Marine. Und dann ist LB-Finale. Ah, okay. Aber das war die letzte Partie vor dem Finals, also starten wir damit Runde 6, so wie es ausschaut. Ah, okay, also sind dann 6 Leute auf dem Final. Ja, können wir schon mal so ein bisschen aufzählen, die Partien. Diablos, ich zieh mal hier rüber, aus dem Turnierbaum. Diablos gegen Roof, Roof auch derjenige, der Loco damals rausgehauen hat. Also Roof sehr stark. Hat schon, ich glaube, er ist nur mit Erfahrung 2-0 gegen Protoss. Nur mit 2-0 durchmarschiert, kann das sein? Also gegen Steffen X hat er 2-0 gespielt. Gegen Loco 2-0, gegen Axis, die hat er eine Map abgegeben und selbst gegen Manking hat er 2-0 gewonnen. Also gegen alle Tosser also, ist er 2-0. Der weiß auf jeden Fall, wie man gegen Protoss spielt und der wird auch sehr gute Chancen gegen Diabolus haben. Ja. Dann sehen wir dann Steffen X gegen Axis. Das ist auch sehr interessantes Spiel. Beide sehr gute Spieler. Der Axis
sehr knappe Spiele, die er im Moment alle spielt. Immer 2-1 so gerade so gewonnen. Gegen Steffen Ex, ich weiß nicht so ganz. Ja, ich glaube, er ist ziemlich stark gegen Terra. Nur gegen Zerg hat er so ein paar Probleme. Ja, und dann heute die Partie, die ausgespielt wurde, Loco gegen Meereen. Ja, Meereen wird es dann wahrscheinlich auch wieder schwer haben. Wird auch vielleicht noch Ja, mal. der hat erst 2-0 gegen Diabolus verloren, Protoss. Ja, so ein Jetzt bisschen. wieder ein stark Protoss. So ein bisschen mental down. Man hört ihn ein bisschen oft rumweinen im IRC. Ja. Ja, das sind dann die Partien. Für dich persönlich der Favorit auf den Sieg. Uff. Also ich Logo könnte es eigentlich schon machen. Ist halt anstrengend, aber jetzt noch von Loser Bracket Runde 6. Wenn man überlegt, jetzt zum Beispiel ein Diabolus oder so bräuchte halt zwei Matches. Loco halt auch drei. Ich kann mir gut vorstellen, dass Ruf überraschen wird. Gegen sein Ja. Protoss, also gegen Protoss spielt er sehr solide. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Roof das zwar knapp, aber auch machen wird eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, war Ruf der mit Double Nidus oder war das wer anders? Doch, das war das Spiel gegen Mankind mit Double Ja. Nidus. Das war auf jeden Fall auch sehr nice. Hat er das Game einfach so mal gedreht. Mit 2 Nidus wärmer. Und da war, ja, ich bin gespannt, werden sich beide wohl gut genug auf das Game vorbereiten. Was bleibt mir noch zu sagen? Einschalten nächste Woche Sonntag 16 Uhr. Wird wahrscheinlich bis 20 Uhr oder so gehen. Und Jo. werden auf jeden Fall sehr nette Partien, denke ich mal. Ein bisschen schade, Auf jeden Fall. dass wir nur einen Terra haben, aber gut, soll's. Dafür hat in der GFL einer gewonnen. Genau, es gleicht sich also aus. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute. Vielleicht ein paar. Ja, das erste Game ein bisschen länger, das zweite doch sehr kurz. Aber wir konnten euch so ein bisschen unterhalten. Ja, das war's von meinerseits. Danke dir nochmal, dass du Zeit gefunden hast. Kein Problem. Oh, wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag. Okay, das war's dann von uns. Sagen wir mal Tschüss und bis Tschüss. nächsten Sonntag.